Fakten, Werte, Tradition. Auf Hirsenturm, wir zählen nicht mehr das an. Fern wie Blutblut auf, essen wie Bengalen an. Hallo und herzlich willkommen beim Viola-Podcast Nummer 5. Ich bin der Philipp von der Osttribüne und Mitglied des Violetten Förderkreises. Ich freue mich, euch heute gemeinsam mit dem Putzi und dem Manni von den Fanatics durch diesen Podcast begleiten zu dürfen. Wir befinden uns im Fanatics-Keller im 10. Bezirk und plaudern heute über die Themen 20 Jahre Fanatics. Einige Geburtstage hat es gegeben in den Fangruppierungen. Ja, unser Lied, das habt ihr gerade gehört, darüber werden wir auch ein bisschen plaudern. Wie geht's weiter durch die 2G-Regel, 3G-Regel? Was war's der Teufel? Wir wissen es noch nicht, wohin die Reise führen wird, was das Ganze anbelangt. Ja, und dann geht's genau in diese Richtung los. Bevor wir hineinstarten in die Themen, möchte ich nochmal von meiner Seite auch offiziell Danke sagen für die Einladung, den Podcast mit euch zu machen, Manni und Putzi, und auf der anderen Seite auch nochmal großes Danke und gratuliere zu euch zu den 20 Jahren Fanatics. Startet da mal gleich hinein, Manni, 20 Jahre Fanatics, eine Wahnsinnszeit, und die meiste davon hast du mit bei den Fanatics verbracht. Servus einmal, ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen, das halbe Dutzend ist fast voll mit unserem Podcast. 20 Jahre, man hat es vorher schon gehört, die Einspielung vom Lied. Wie gesagt, wir haben es auch schon im letzten Teil vom Ostblock-Podcast erwähnt, dass es jetzt bald soweit ist, und jetzt ist es halt wirklich soweit. 20 Jahre Fanatics, für uns eine ganz große Hürde, wo wir auch immer gesagt haben, ab dem 20-Jährigen gehört man eigentlich zu einer alten Gruppe, unter Anführungszeichen, auch wenn die Leute vielleicht nicht alt sind, aber auf jeden Fall von der Zeitepoche her gesehen, kann man sagen, dass wir jetzt ja auch zu den alten Eisen können in der Fußballszene. Ja, am 29.09., also direkt am Geburtstag, sind wir es eigentlich vorerst einmal ruhig angegangen, sind zusammengesessen, nur mit unserer Leute, also mit unseren Mitgliedern, und sind gemütlich essen gegangen am Abend und haben so ein bisschen die 20 Jahre, die letzten vergangenen 20 bzw. 19 Jahre halt Revue passieren lassen, haben ein bisschen was erzählt und haben einen gemütlichen Abend zusammen verbracht. So war das. Ich würde sagen, aber bevor wir noch weiterkommen, Philipp, die Leute kennen dich ja nicht. Willst du uns noch ein bisschen was über dich erzählen? Wer du bist, was du machst, was dich mit unserer Gruppe und der Austria verbindet? Ja, von Anfang an, mein Leben lang, ist die Austria mein Verein. Im Hof hat das natürlich schon begonnen, in der Hofpartie sozusagen, wer ist Austria, wer ist Rapid. Das war eh klar, wer Austria war, aber wir waren immer sehr wenig, somit hat man leider einmal das schiere Kostüm auch gehabt im Hof. Aber da haben wir die Grünen natürlich immer verlieren lassen und somit hat immer nur die Austria gewonnen. Dann bin ich mit dem Bruder von meinem besten Freund damals, der war deutlich älter, der hat uns mitgenommen auf die Nordtribüne immer wieder. Und dann früher oder später sind wir immer wieder mal auf der Westtribüne zum Sehen gewesen. Dann habe ich selber meine sportliche Karriere gestartet und ein bisschen weniger Zeit gehabt für den Fußball als Fan. Ja, und jetzt seit bald wieder 10 Jahren bin ich regelmäßig unterwegs, habe meinen eigenen Sohn mit dabei. Wir haben wiederum auf der Nordtribüne mit Freunden begonnen. Aber da hat der Bub dann schon relativ bald gesagt, Papa, du, was ist denn eigentlich da drüben los? Da gefällt es mir viel besser. Und zu seinem Geburtstag habe ich ihn dann einmal überrascht mit einem Gutschein. Und da hat er sich natürlich riesig gefreut. Da waren wir dann immer mit dabei. Und jetzt, seit es den Förderkreis gibt, sind wir Mitglieder im Förderkreis. Coole Sache, quasi die Kurve zu unterstützen, ohne aber weitere Verpflichtungen zu haben, ein Mitglied jetzt im Fanclub zu sein, sondern bin halt großer Fan des Förderkreises, tolle Sache, man kann die Kurven unterstützen, ja. So viel zu mir, zu meiner Seite. Sehr gut. Jetzt kennt sich jeder aus. Mehr oder weniger. Wie passt? Dann 20 Jahre. Putzi, sag du, was waren so deine Meilensteine in den 20 Jahren? Wie viel davon hast du als Fanatic verbracht? Ja, die meiste Zeit vor dem Stadion. Jetzt sind es 14 Jahre, in dem ich aktiv in der Gruppe bin und
leider Gottes die meiste Zeit als Stadionverbotler draußen gestanden. Viele Verhandlungen, viele Probleme. Das sind natürlich die bitteren Beigeschmäcker, die man hat. Aber von Freunden bis zum Teil, kann man auch sagen, Familie gefunden. Damit man da mich, ne? Mit Familie man da mich. Dann extrem viel an Persönlichkeit selber dazu gewonnen, auch in der Gruppe oder dank der Gruppe. Habe auch immer mehr entdeckt, was ich kann, in dem als Trommler, wie auch immer. Ja. Obwohl ich nicht der begabteste Zeichner bin, muss ich sagen, den Pinsel kann ich ganz gut schwingen für die Choreos. Aber Meilensteine, das ist jetzt immer ganz schwierig. Jeder würde sagen, die runden Jubiläen. Für mich sind es einfach andere Dinge. Für mich sind es immer wieder die Leute, die kommen, die Leute, mit denen du was aufbaust. Natürlich die Fahrten, die einen zusammenschweißen. Leider Gottes auch Niederlagen. Aus Niederlagen lernt man eigentlich immer am besten oder am stärksten. Und natürlich die Zeit auch bei der Jungen Legion damals, von Anfang an dabei, seit 2007. Und das jetzt begleitet. Jetzt habe ich da seit Neuestem auch den Jungen wieder mehr unter die Arme greifen. Das taugt mir auch persönlich sehr stark, dass die Jungen da auch wieder gestärkter herauskommen. Und wenn wir gerade dabei sind, bei 20 Jahre Fanatics und Jugendsektion, die Junge Legion hat auch ihren 14-jährigen Geburtstag gefeiert, 13 Jahre und 12 Monate. Also das darf man da auch nicht so mal vergessen, die stärkste Jugend Österreichs. Aber wie gesagt, Meilenstein ist sehr schwer, viele Auswärtsfahrten, viele geile Dinge erlebt. Vor allem international war das immer wieder prägend, mit irgendeinem Bus quer durch Europa zu fahren, den Chef zu belügen, Krankenstände rauszuholen, um nur mit den Jungs dabei zu sein. Das war immer geil. Deswegen freue ich mich auf die nächsten 20 Jahre. Sehr fein, sehr fein. Was braucht es, Manni, um so eine Gruppierung 20 Jahre am Leben zu halten? Wo fängt das an? Wo hört es auf? Was? Aufhören tut es niemals. Das ist also, wo fängt das an? Die ganze Lebensenergie reinzustecken. Also ich habe sicher auch schon 20 Lebensjahre verloren in den letzten 20 Jahren durch die Energie, die ich da reinstecke. Du kennst mich. Ich bin ein Perfektionist. Dem ist das Beste einfach nicht gut genug. Das fängt beim Choreo-Hakeln an. Dass auch schon Momente gegeben haben, wo wir Hauptspruchbänder weggeschmissen haben einfach. Oder die dann schon so ausgeschaut haben, wo ich gesagt habe, erst na, das entspricht einfach nicht dem Standard unserer Gruppe. Wir fangen nochmal an. Und die Leute haben dann gesagt, das kann nicht der Ernst sein, Alter. Und so, ich sage, das ist wirklich mein voller Ernst. Überhaupt auch für große Spiele und so. Also ich bin da ja teilweise selbst als Junge damals von unseren Vorvätern in der Gruppe da schon arg eingeschult worden auch. Und wie gesagt, also da, ich bin einfach ein Perfektionist, was ich will immer, dass das Uhrwerk bei uns weiterläuft. Die Abläufe, die Verankerungen, die wir haben, die werden einfach bei uns nicht verändert oder nur minimal verändert. Wir verfolgen einfach die letzten 20 Jahre so unsere Philosophie, auch wenn wir dadurch sicher oft auf die Pappen gefallen sind und so. Oder sagen wir uns auch nicht immer Freunde gemacht haben, egal wo. Aber wir können uns einfach am Ende des Tages in den Spiegel schauen und sagen, das ist einfach Fanatics Austria Wien, so wie wir es leben. Und ja, das ist einfach so. Wie gesagt, wir verändern uns nicht, verbiegen uns nicht, sondern gehen einfach unseren Weg. Ob das den anderen Leuten gefällt oder nicht, ist uns am Ende des Tages auch scheißegal. Und ich glaube, das ist auch der Weg, der sicher nicht immer unbestritten ist und so, aber das ist das, wo wir dann sagen, erst drum stehen wir da, wo wir heute sind. Ich glaube auch, dass über Jahre hinweg dann teilweise auch dieser, sag mal, dieses Bild entstanden ist, Fanatics ist sehr arrogant oder glauben sie, sie sind was Besseres, das will ich gar nicht bestreiten. Aber man muss, glaube ich, vor allem in der damaligen Zeit, musst du einfach so, du musst diesen Mantel anziehen, weil von allen Seiten natürlich extrem viel Kritik gekommen ist, ja, Ultra in den Kinderschuhen damals auch gestanden ist, oder sagen wir mal so, nicht das Bild war, was wir uns vorgestellt haben. Ja. Und natürlich, da hat es genug Kritik gegeben, außerhalb vom Verein, innerhalb vom Verein, leider auch in der Tribüne nicht immer gerade die besten Stimmen. Damit haben wir umgehen gelernt, sagen wir mal so. Haben uns da ein bisschen eine Maske auch aufsetzen müssen, dass wir den Leuten zeigen, erst uns ist das scheißegal, was ihr sagt. Und ja, und das Gute daran war einfach, dass die Gruppe jetzt so dasteht und darauf kann man stolz sein. Es gibt ja immer ganz viel Abwechslung in der Kurve, viel verschiedene Choreos. Ihr überlegt euch jedes Mal was Tolles. Gibt es da internationale Vorbilder in den Kurven? Wie seid ihr da verstrickt, vernetzt, wo man hinschaut, wo man sagt, hey, die machen das super geil? Gibt es da Themen oder ist das komplett eigen entstanden? So, dass man speziell sagt, wir schauen uns jetzt von irgendwem was ab oder lassen sich da von irgendwem beeinflussen, so ist auf keinen Fall. Natürlich kriegt man mit, was in Fußball-Europa und so abgeht, der Show, aber wir haben einfach, finde ich, unseren eigenen Stil, unsere eigenen Ideen und das ist auch gut so. Also wir kopieren nichts oder machen nichts nach, sondern wie gesagt, wir schauen in erster Linie auf uns selber.
Aber natürlich, wie du sagst, andere Vereine, es gibt schon so einmal im Jahr, meistens im Jänner, wenn der Putzer Geburtstag hat oder irgendwer anderer von der Gruppe auch, dass wir sagen, wir machen einen Wagel nach Italien, fahren ins Land der Ultras. Und das ist auch für uns immer so ein Highlight mit großen Momenten. Da suchen wir sich so eine Top-Partie raus oder zwei Top-Partien und machen unser leibendes Wochenende. Ja, aber so, dass man sagt, man schaut sich jetzt was ab, ist nicht. Wie kann man sich das vorstellen? Unsere Zuhörer, dass sie sich vorstellen können, was macht das aus, ein fanatisches Leben? Ja? Wie du sagst, man schaut sich das in Italien an, im Mutterland des fanatischen Themens, aber wie kann man sich das vorstellen? Worauf kommt es da wirklich an, dass man eine tolle Einheit wird in die Richtung? Ich glaube, das sind einfach mehrere Punkte. Aber da sind auch wieder Punkte dabei, die vielleicht unseren Ex-Partnerinnen oder zum Teil auch Freunden und Familien nicht geschmeckt haben. Man muss auf eine Art einfach in den Punkten bedingungslos sein, um zu sagen, so. Es ist mir scheißegal, ob jetzt an dem Tag Geburtstag ist von der Familie. Man fährt einfach zum Match, man fährt zur Austria. Man muss einfach wirklich immer am Ball bleiben, man ist immer da. Es ist einfach so, wenn man nicht da ist, ja, dann weiß man, dass vielleicht das nicht so klappt, wie man will. Das darf nicht passieren. Und vor allem, was bei mir auch immer ganz wichtig war, wenn ich nicht dabei bin und es ist irgendwas beim Spiel, scheißegal, ob jetzt die Choreo oder Probleme mit Polizei, Ordner, vielleicht sogar mit dem Gegner, kann ich mir das persönlich nicht verzeihen, die Gruppe in diesem Punkt im Stich gelassen zu haben. Und deswegen war es für mich immer oberste Priorität, überall dabei zu sein. Ja. Und wie gesagt, Gruß auch an meine Ex-Freundinnen, das schmeckt denen eh nicht so, oder jetzt sind sie eh vergessen. Aber trotzdem, das sind Themen, du musst halt immer da bleiben, du musst immer dranbleiben, du musst immer das Beste wollen, so wie der Mann jetzt sagt, er ist ein Perfektionist. Zum Teil natürlich auch übertrieben, aber ich sage auch immer wieder, wenn er dann ab und zu nicht so übertreiben würde, hätte man halt gewisse Highlights vielleicht auch nicht. Ja. Da würdest du dich vielleicht mit etwas zufrieden geben, was eh schon gut ist, aber die eine Stufe nicht halt doch, genau, geht halt dann nochmal besser. Und da muss man dann schon sagen, so sehr man dann auch auf die Eier ab und zu geht, aber das muss man ihm lassen. Ja. Die eine Stufe musst du halt noch nehmen, dann ist aber wirklich, dann sitzt du irgendwann mal zu Hause, nimmst du das Video in die Hand oder die Fotos und sagst, ja, passt, das war perfekt. Aber dieser Perfektionismus, dieses 24 Stunden, dieses Leben, kostet natürlich Freunde, zum Teil auch natürlich Streit in der Familie, kostet Beziehungen. Ich glaube, dass man mit. Kostet Geld. Kostet Geld. Eine spezielle Grüße an meinen Rechtsanwalt. Herr Norman Hofstetter, ich grüße Sie recht herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns nicht mehr so schnell. Aber im Endeffekt ist es halt so, dass ich auch, glaube ich, mit dem Alter, dass du dann einfach auch da deine Wege und Mittel findest, dass du das schaffst, musst du halt ja, die richtige Partnerin haben. Ich glaube, der Mann hat seine jetzt geheiratet. So ist es. Genau. Und ich bin mich aber auch eine super Frau mit Kind. Man muss jetzt halt seine Wege finden jetzt, aber von den Jungen wird natürlich alles verlangt. Ja. Also die Jungen müssen genau in die Fußstapfen steigen, in denen wir gestanden sind, ja, wenn ich sogar eigentlich noch mehr rausholen. Ja. Was halt schwer auch ist. Also ganz kurz, ja. Was halt schwer ist, aber wie es der Wutze sagt, ich glaube, dieses fanatische Leben beginnt halt schon auch bei jedem Einzelnen, persönlich im Alltag. Du stehst auf. Und ich habe es einfach oft, wenn ich schön die Hocken fahre, man denkt, scheiße, Alter, jetzt muss ich da 8 Stunden runterbirgen in der Firma und in Wirklichkeit hätte ich schon wieder so viele Sachen zum Erledigen für die Gruppe, was der das macht mir ganz so wuschelig, was der Bock ist nicht, da kann ich mich nicht konzentrieren in der Hocken, zappel schon herum, ruf schon wieder 10 Mal unsere Leute an, was der erklärst, wie schauen wir aus, haben wir das schon, macht der das, kümmert sich der um das, weil ich arbeite dann bald aus und dann, was der Vollgas, ne? Und dann ist halt auch bei mir, gibt's Tage, wo ich in der Früh so ausgehe und irgendwann in der Nacht heimkomme und denke ich auch nichts von der Familie gehabt habe. Ne? Und ich versuche das aber halt, da muss man auch sagen, man wird auch ein bisschen reifer im Kopf mit der Zeit und mit dem Alter, versucht das halt dann an anderen spielfreien Tagen irgendwie zu kompensieren. Wie ist da, weil du sagst, es ist natürlich sehr viel zu tun, man steht in der Früh auf und hat eigentlich schon nur mal violette Inhalte im Kopf, aber wie sind die Arbeiten eigentlich aufteilt? Wir haben zum Beispiel auch in einem Podcast ein bisschen was gehört über die Aufteilung, aber aktuell vielleicht nochmal zusammengefasst, was sind so die Sparten, ja, die abgedeckt werden? Ja, Sparten, die abgedeckt werden, ich sag, die Sparten gehen bei unserer Gruppe fast ins Unendliche. Es ist immer was zum Tun, es gibt immer Projekte, es gibt einen Clubraum, Mitgliedsbeiträge, Fanartikel, Choreos. Wir haben einfach unsere verschiedenen Arbeitsgruppen. So ist es halt bei uns, die haben wir auch mit der Zeit erst geschaffen, beziehungsweise sind draufgekommen, dass man sich vielleicht leichter tun, wenn wir für diverse Sachen in unserer Gruppe Arbeitsgruppen haben. Und da gibt es Verantwortliche dafür und ja, und natürlich gibt es halt auch das Direktivo, das erstens halt selbst die Leistung bringen muss in gewisse
Sparten, so wie du sagst, und halt auch über das Ganze drüber schauen muss. Ne? Dann halt reinschaut, wie schauen wir aus, die Arbeitsgruppe, erledigt die Dinge oder muss man nachhelfen? Oder muss man ein bisschen schärfer nachhelfen? So auf die Art halt. Ja, also es ist halt schon wie so unser eigener Betrieb irgendwie, kann man sagen, mittlerweile geworden. Also ab einer gewissen Größe in der Gruppe und ab einem gewissen Standing halt und einer gewissen Geschichte und einem gewissen Alter ist es halt dann schon kein Fanclub mehr. Weißt du, wo du sagst, ja, das ist mein Fanclub, so wie es war zum Beispiel 2 Jahre Fanatics, 3 Jahre Fanatics, weißt du, da haben wir nicht einmal auf der West an Fetzen hängen gehabt. Weißt du, was ich meine? Und irgendwann kommt dann halt wirklich der Punkt, bei einem früher, beim anderen später, wo du wirklich sagst, hörst, eigentlich ist das wirklich eine ganz arge Geschichte, also so wirklich ernste Geschichte, weißt du, wo du einfach nicht mehr sagst, ja, wir sind ein Fanclub. Wir fahren am Wochenende, weiß ich nicht, auf ein Spiel und dann sehen wir sie wieder am Freitag oder am Samstag, sondern das ist halt bei uns wirklich ein 24-7 rund um die Uhr Betrieb. Wie du gesagt hast, ein Wahnsinnsaufwand natürlich und die ersten 1-2 Jahre, man weiß noch gar nicht, wie es weitergeht, ob es weitergeht wahrscheinlich, ist immer ein bisschen ein Fragezeichen, aber weil du gesagt hast, da ist noch nicht einmal ein Fetzen gehängt, ich glaube die meisten, die Zuhörer werden wissen, was ein Fetzen ist, vielleicht wollt ihr es dann auch nochmal näher drauf eingehen, so ein bisschen die Insider Worte loszuwerden, dass man sich ein bisschen besser auskennt. Aber jetzt, wann ist der erste Fetzen kennt von Fanatics und wie entsteht das? Wann darf man den aufhängen? Ja, also wie gesagt, ich kann mich erinnern, so 2002 herum, 2003, glaube ich, haben wir schon gehabt. Es hat einfach kein Fetzen gegeben, es war kein Platz. Es ist kein Brigaden, Federin, Bulldogs, Maniacs, also die alteingesessenen Gruppen, die man auch gewissen Respekt zahlen muss natürlich. Dafür, wie lange die Gruppen schon präsent sind. Und wir haben dann so mit dem Stadthallenturnier 2003 halt wirklich ziemlich aufs Gas gedruckt, haben auch den Ultra-Gedanken bei Austria Wien wirklich ziemlich stark verankert. Der Putzi schon gesagt hat, viele waren nicht damit einverstanden oder meiner Meinung nach halt, weil die Leute immer Angst haben, weißt du, vor was Neuem, vor Veränderungen, das wird immer gleich kritisch gesehen und so. Aber wie gesagt, der Luki Reine und so, die Leute, die damals das Zepter in der Hand gehabt haben, bei unserer Gruppe haben das verankert und mit dem Stadthallenturnier damals sind wir durchgestartet. Wir haben gesagt, jetzt drücken wir Feuer aufs Gas, bringen eben die Medaille der Ultra bei Austria Wien rein. Ja, und irgendwann nach einiger Zeit, wir waren auch im Mittelblock beheimatet, auch wenn wir nicht, also kein Transparent hängen gehabt haben. Und ja, man hat gesagt, irgendwann muss man schon auch einen Anspruch auf einen Fetzen stellen. Das war früher nicht selbstverständlich auf der West. Und irgendwann hat man sich einmal dann geeinigt, dass erst beim Notausgang, also so ein kleiner Fanatics-Fetzen kennt das beim Notausgang. Doppelaltergröße. Dann sind wir über den Brigaden mit so einem ganz schmalen Transparent an den Zaunspitzen sozusagen gehängt. Und wir haben aber weiter aufs Gas gedrückt, dann ist ein Dreierfetzen gemacht worden mit Federin, Brigaden, Fanatics. Ja, und irgendwann dann haben wir sich selbst verankert, möchte ich mal sagen. Oder beziehungsweise irgendwann war dann doch halt die Anerkennung so groß, dass man dann eben den Anspruch auf einen eigenen Fetzen gestellt hat. Und ja, hat sich dann mehr oder weniger die Mitte halt hart erkämpft, doch muss man ehrlich sagen, sind sich auch Freundschaften kaputt gegangen. Dabei, aber ja, wir sind halt unseren Weg gegangen und jetzt im Nachhinein gesehen, dass damals sicher die richtigen Weichen, die gestellt worden sind, eben, dass man heute dort steht, wo man ist und halt jetzt seit 20 Jahren existiert. Und eigentlich sicher, die Ansprüche haben sich auch verändert, das muss man auch ehrlich sagen. Aber das Tempo, das wir gehen, ist sicher gleich geblieben. Wahnsinnstempo natürlich, sonst würde man in 20 Jahren nicht so viel erleben, aber du hast gesagt, den Anspruch hat man sehr erkämpft. Heute kennt ja jeder die Fanatics, 20 Jahre ist es her, dass ihr gegründet worden seid und heute werden sogar Lieder geschrieben über euch. Oder mit uns. Mit euch gemeinsam und genau das nächste Thema. Erzähl uns du mal ein bisschen, wie ist zu dem Lied gekommen, wer ist der Textschreiber gewesen, wer hat Musik gemacht, wer hat arrangiert, wie ist das passiert? Ja, also 20 Jahreslied, die Idee habe ich schon, weiß nicht, zum 19-Jährigen gehabt eigentlich. Und ich habe dann zum Putzi auch gesagt, zum 20-Jährigen müssen wir endlich unsere eigenen Scheiben rausbringen. Also Grundelement dafür ist ja, dass wir eigene Gruppenhymne haben. Ne? Also eh schon länger, seit dem 10. Jubiläum, also seit 10 Jahren haben wir eine Gruppenhymne, die wird auch im Refrain erwähnt, die wir auch bei Feiern und so zum Besten geben. Und irgendwie habe ich dann gesagt, wir brauchen ein 20-Jahres-Lied, das muss was Besonderes sein, das ist ein großes Jubiläum, bla bla bla. Und ja, dann habe ich gesagt, machen wir ein Lied und verankern wir unsere Hymne da drin. Und natürlich, die Kontakte, die ich habe, beziehungsweise halt auch eine gute Beziehung zum Stefan Putnik, zum Sänger von Wins No. 1,
ja, habe ich natürlich regen Kontakt und irgendwann sind wir mal bei ihm daheim geguckt und ich habe gesagt, was haltest du davon, wenn wir zu 20 Jahre Fnatic Elite rausbringen? Sagt er, ja, top Idee, machen wir fix, hin und her, lass dir was einfahren. Ne? Und so irgendwie haben wir dann zusammen den Text kreiert. Ich habe ihm so gesagt, was ich mir vorstelle. Er hat natürlich das auf Papier verwirklicht, ne? Weil musikalisch bin ich ja nicht so begabt. Also wir haben es nicht einmal in der Schule die Triangel in die Hand gegeben, als Kind. Und darum habe ich ja nie trommelt, das muss man auch ehrlich sagen. Okay. Also ich bin so eher der Schreihals, als der, als der das Taktgefühl hat. Und ja, und dann haben wir so über ein paar Wochen hinweg irgendwie das Lied einmal auf Papier gebracht. Und weißt du, eben wie ich bin, ah, da müssen wir was ändern, dort müssen wir was ändern, das taugt mir nicht, machen wir das anders. Wie oft habt ihr das Papier zerrissen und scheiße, uroft, also sicher blockweise, ostblockweise Papier verwendet. An der Stelle natürlich auch ein Dankeschön an den Stefan Putnik für seine Geduld und so und dass das dann halt wirklich verwirklicht worden ist. Und irgendwann war die Scheiben dann fertig und ja, dann hat es geheißen, ab ins Studio, wir nehmen das auf, ne? Also er hat natürlich den Großteil gesungen, aber gewisse Teile sind auch von uns. Und vom Stil her war es sich eigentlich gleich einig, in welche Richtung das geht. So immer, dass jetzt kein Walzer wird, war eh klar von Anfang an. Oder ein Schlagerlied, ja, aber in Richtung... Ich sag so halt, so rapmäßig gibt es halt wirklich vor allem halt im deutschsprachigen Raum genug. Mhm. Wir sind da mehr und ja. Wir haben gesagt, wir wollen halt ein bisschen was anderes, ein bisschen was Rockiges vielleicht. Und ja, das war quasi also die Zielsetzung, die Aufgabe zu sagen, hey, ja, was. Und vor allem eben, das hat sich halt dann, die Idee hat sich dann halt mit dem Kontakt zum Stefan halt kompensiert, weißt. Okay. Also diese Affinität zum Stefan halt und zu seiner Musik war halt immer gegeben. Und wo man dann gesagt hat, okay, der macht eh die Musik, wir kennen ihn gut, wir haben eine Idee, wir wollen ein Lied. Geil. Wir verstehen uns live und machen wir das, ziehen wir das durch. Und wie gesagt, dann waren wir einen Nachmittag, weiß ich nicht, so 3 Wochen vor dem eigentlichen Geburtstag dann gemeinsam im Tonstudio, mhm, im 5. Bezirk, ja, und sind dann abgegangen. Also war schon lustig und teilweise sehr unprofessionell von unserer Geschichte aus. Okay. Aber der Stefan hat das natürlich mit seiner Erfahrung und seinem musikalischen Gehör und so dann schön ausgeglichen und ja. Und da sicher mal eine tolle Erfahrung in einem Tonstudio, so richtig, wie man es sich vorstellt, Robbie Williams artig. Ja, so ungefähr. Haben das in Mani vorstellt. Ja, so mit Kopfhörer und in so einer schalldichten Kabine und was der, überall Mikrofone und war wirklich leibend. Also schöne Erfahrung, haben wir noch nie vorher gehabt. Und wie gesagt, das Lied selber, ja, glaube ich, spricht für sich. Also es ist ziemlich gut angekommen überall. Und wir haben es auch unseren Mitgliedern, also wir, wie gesagt, wir haben 5, 6 Leute vom harten Kern von der Gruppe. Und am 29.09. dann eben bei dem besagten Abendessen mit der Gruppe haben wir es dann eigentlich auch zum ersten Mal den eigenen Leuten vorgestellt und ja. Du sagst, du bist nicht der Musikalischste, hast jetzt nicht das größte Taktgefühl, bist aber, somit sieht man, muss man kein Musiker sein, um Vorsänger zu sein. Der Schreihals, hast gesagt, der mit dem Megafon, das macht er wirklich gut, das erlebe ich ja selber jedes Wochenende in der Kurve, ob zu Hause oder auswärts. Wenn wir schon beim Singen sind, wenn man jetzt sagt, da haben wir ein hochprofessionell produziertes Lied jetzt von den Fnatics, aber jetzt zu dem Fangesängen, das ist so eine Sache, wie entsteht das? Das interessiert mich persönlich auch und wahrscheinlich auch unsere Zuhörer, wenn man sagt, wie entstehen Fangesänge, was schreibt man sich da zusammen, wie entsteht das zum Beispiel? Schreibt man sich gar nichts zusammen. Also man hat Ideen, man hat Texte, aber im Großteil zu 90% kommt das alles aus der Emotion heraus. Ja, wie gesagt, bei mir ist es halt meistens so, dadurch, dass ich mich ja viel durchhöre, durch die italienischen Kurven allgemein, also gern Melodien und so, da hat man eine Thematik vielleicht gerade im Kopf, die entweder gerade wichtig ist oder wo du sagst, erst sein Lied in die Richtung haben wir gar nicht. Aber wenn du immer in dieser Thematik drinnen bist, ja, dann sprudeln da 1000 Wörter durch. Ja. Und dann, so wie der Mann sagt, dann schießen die Gedanken. Ja. Und gibt es Stilrichtungen von Fangesängen, wo man sagt, dafür stehen wir, dafür stehen andere? Oder ist das, kann das mal so, mal so sein? Oder gibt es da so klassische halt, No-Gos, wo man sagt, sollte halt das schon der deutschen Sprache auch mächtig bleiben, weißt du? Mhm. Also das ist auch immer uns als eigentlich, dass man da jetzt nicht so viel, weiß ich nicht, andere Sachen einbaut. Aber wie gesagt, wir haben 2, 3 Leute, die sich mit den Liedern, mit neuen Liedern auch und neuen Scheiben, so wie wir es immer sagen, beschäftigen. Und die werden dann vorgestellt und dann sagen wir, ja, das können wir einfach. Man muss halt auch Rücksicht nehmen, weißt du, die Austria ist ein launischer Tiber, bei uns kann es nicht alles durchsetzen, weißt du, wir haben auch ein eigenes Publikum, das ist nicht so wie in anderen Kurven, weißt du, sondern wir haben so wirklich so eigene Leute einfach im Sektor stehen, wie du selber weißt. Ja. Weißt du, da ist immer schwer auch was durchzuboxen, mehr oder weniger, aber wie gesagt, ja,
In den letzten Jahren hat man schon auch gute Lieder reinbracht. Mhm. Waren auch zwei, drei Scheiben dabei, die sich nicht durchgesetzt haben bei uns, die dann irgendwo im Untergrund von unserem Repertoire verschwunden sind. Aber ja, ich glaube. Wie spricht man das? Weil du sagst, das hat nicht so gegriffen, das, ja, das merkst ist nicht angekommen, oder merkt man das beim Vorsingen? Vor allem in Dings bei den Auswärtsspielen. Bei den Auswärtsspielen führen wir dann die Lieder ein, ne? Ja. Und schauen dann, wie tut sich das, wie geht das, wie rennt das. Dann sagen wir erst, irgendwie war das zu schwach, das wird sich bei einem Heimspiel nicht durchsetzen, dann probieren wir es vielleicht trotzdem noch einmal. Und wenn es gar nicht geht, natürlich, um jetzt das ganze Geschehen in der Kurve nicht zu arg damit zu beeinflussen, lassen wir es dann. Okay. Oder setzt sich so stark durch für unsere Stadt und den Verein, dass der geht durch die Decken, Alter, und die Leute wollen gar nicht mehr aufhören. Das, das ist einmal so bei uns. Das ist halt, wie gesagt, sicher nicht so einfach wie in anderen Kurven. Auswärts war das Stichwort, was ich mir jetzt notiert habe, weil das auch für mich als Fan auch aus dem Förderkreis heraus eine Wahnsinnssache ist, wo wir sagen, bist du deppert, auswärts sind wir schon wirklich sehr stark und wirklich geil. Das macht einen Riesenspaß, weil halt wirklich der harte Kern mit auf der Reise ist, die wirklich auch eben auch, wenn es das Singen anbelangt, wirklich mit dabei sind, volle Kanne Stimmung machen. 20 Jahre lang fahrt ihr jetzt als Gruppe schon auswärts. Was sind denn da so die Highlights? Die müssen ja fast auswärts liegen, oder? Naja, ich glaube, die meisten Highlights sind natürlich auswärts, weil zu Hause erlebt man eh vieles, aber auswärts natürlich das meiste. Ich glaube einfach, so Highlights sind nicht nur die Fahrten im Allgemeinen, sondern auch schon Tage davor. Wenn ich mir denke, so international, du bist eh schon komplett durcheinander, du willst schon nur noch scheiß auf die Hocken, ja, endlich frei, oder wann geht es in den Stand, dass ich dann dorthin fahren kann? Das fängt ja schon davor an. Aber gerade bei den Auswärtsfahrten international, ich sag mal so Aris auswärts zum Beispiel, war ein Wahnsinn. Eigentlich eine Katastrophe, die Fahrt, aber im Nachhinein natürlich geil, immer wieder die Geschichten zu erzählen. Vor allem, Entschuldigung, dass ich unterbreche, sind ja immer die Geschichten, was die dann, wenn wir bei uns im Keller sitzen und so, was der einfach immer wieder auf Dauerschleife rennt. Ja. Aris Saloniki auswärts mit dem Bus, wo die Axt irgendwie der Meier war, weil der Trottel da über irgendeine Bodenschwelle gefahren ist, der scheiß Busfahrer, und dann mit einem Dixo-Bundle, mit so einem Gafferklebeband die Axt vom Bus biegt hat. Ach, boom. Weißt du, was ich meine? Oder Istanbul auswärts mit dem Bus. 30 Stunden hin, 35 Stunden zurück. Im Bus waren 20 Leute. Da hat es noch ist Café Violet gegeben. Mhm. Geld für die Fahrt nicht gehabt. Im Tibble-Automat erspielt, was der eingestiegen, nehmt es mir mit, was der. Dreimal Pump zu gewesen auf der Hinfahrt, dreimal ausgenüchtert. Mhm. Was noch? Kasachstan natürlich, ja, in Lauf von einer Kalaschnikow reingeschaut. Polen vergisst auswärts. Man auch nicht, Polen auswärts angegriffen damals worden. Portugal, Madeira, das sind so Fahrten. Madeira, die Gondel abgeschossen mit so Liegestühlen. Weißt du, was ich meine? Das ist alles halt in Weihnachtszug gekentert dort am Christkindlmarkt und lauter so Geschichten. Also einfach arge Sachen, wenn du dabei bist. Aber also auswärts spielt es halt einfach andere Stücke. Auswärts spielen wir unsere eigene Melodie, die ja keiner versteht. Weißt du? Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel, wir brauchen gar nicht so weit in die Vergangenheit zu schauen, wenn man jetzt nur nimmt die letzten Auftritte von der Kurve, ob das jetzt war gegen Lask in Pasching oder das war in Graz, ja, obwohl spielerisch und im Verein nicht alles so rennt, wie es rennen soll, ja, muss ich echt sagen, das waren Top-Auftritte, ja, stimmungstechnisch, ja, Mitmachquote, Bewegung im Sektor, Sektor, die Choreos, ja, die Büroaktionen, da war alles stimmig, ja, das hat alles gepasst, eigentlich sogar mehr als nur gepasst, die Tribüne war eine Einheit, ja, das muss man schon sagen, auch die letzten Auftritte waren einfach Weltklasse. Ja. Man ist geschlossen als je zuvor, vielleicht auch auftreten, auch unter den Fanclubs. Ja. Eben, weil man einfach weiß, es rennt derzeit nicht im Verein, es rennt auch nicht immer sportlich, ja, wir haben Gott sei Dank für Aufklärung sorgen können, die letzten ein, zwei Jahre jetzt. Die Leute sind nicht draufgekommen, was im Verein abgeht. Ja. Und jetzt ist einfach jedem bewusst worden, genau jetzt müssen wir zusammenhalten. Jetzt müssen wir mehr denn je zusammenhalten. Und das sieht man einfach bei den Auswärtsauftritten. Und das macht mir vor allem extrem Spaß. Ich freue mich jetzt auf die weiteren Auswärtsspiele. Ich hoffe, trotz Corona, dass es jetzt noch geht, dass wir da nicht zu große Einschränkungen haben. Aber wie gesagt, Respekt an die Kurve, Respekt an jeden Einzelnen, der in der Tribüne war mit uns. Der Vollgas gegeben hat. Ich hoffe, das geht weiter so. Ja. Man sieht ja natürlich, das eine ist das eine und das andere ist das andere, dass man sagt, der Verein ist der Verein, dass es da Schwierigkeiten gibt, die kennt man, die werden ja auch medial breitgetreten, die kennen wir ja eh alle, aber ja, man sieht, glaube ich, ganz eindeutig,
dass eben das eine ist der Verein und die Kurven ist die Kurven. Schöner wäre es natürlich, wenn es in Zukunft noch vereinheitlichter wird und wieder spürbar auch wird, eine Einheit zu sein. Vor allem zu Hause dann auch, dass da Dinge für die Kurve vom Verein auch dementsprechend erledigt werden und dass man wieder als Gemeinheit, als Einheit auftritt. Aber da sind wir eher am richtigen Weg, genau. Muss man auch ehrlich sagen. Ja. Da kann man in der jetzigen Situation auch im Verein jetzt keine Vorwürfe machen und so. Also das ist, man fährt schon in die gewisse Richtung. Ja, zwar noch nicht vielleicht im selben Waggon, aber die Richtung stimmt. Und es ist natürlich auch Dings, wie sagt man, was das geht alles nicht von heute auf morgen. Bei uns hat es genug Baustellen gegeben die letzten Jahre und die versucht man halt jetzt irgendwie wieder herzurichten. Baustellen von Austria allgemein jetzt? Oder allgemein, die Tribüne, Verhältnis, Verein, alles. Genau, können alle dazu, wisst ihr. Man muss aber auch sagen, meiner Meinung nach, oder ich glaube jetzt auch die Meinung von unserer Gruppe, wir haben jetzt auch Gott sei Dank in den Positionen die richtigen Leute sitzen. Eine Zeit lang war das ein sehr arrogantes oder sagen wir mal so hochnäsiges Publikum, ja, im Verein, die uns die Hand gereicht haben und im Hintergrund haben sie uns das Messer in den Rücken gesteckt. Ja. Mhm. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Wir waren natürlich auch nicht mehr die feinsten Kerle dann, ja. Muss man auch sagen. Man hat sich da leider Gottes nichts geschenkt und genau das war der Fehler. Wir müssen einfach zusammenhalten, den Verein wieder miteinander aufbauen. Und ja, dass wir die Champions League gewinnen, das ist schon mal klar, dass um die Meisterschaft da immer eng wird. Aber ich glaube auch, dass jetzt mit den Mitarbeitern, also auch mit den Spielern, die im Verein sind, dass da einiges möglich ist. Vor allem auch ein respektvoller Umgang ist. Man ist einfach auf Augenhöhe, was genau. Und genau das gehört sich einfach. Ja? Wenn man sich hinsetzt und wirklich mal geradeaus rausreden kann, ja? Vor allem auch vom Verein, weil die Wahrheit kommt, das ist auch ganz angenehm. Ja? Mhm. Vor allem, sie haben uns auch dann wirklich ganz klar gesagt, wie der Verein jetzt da steht, wo die Probleme sind. Und wir haben natürlich auch gesagt, wir würden, gerade wo wir dann halt können, wir als Fans, dort wollen wir mithelfen. Und deswegen haben wir auch dann so Projekte wie das Fanprojekt ins Leben gerufen oder halt, ist zwar noch nicht zum Start fähig, sagen wir mal so, ja, aber da gibt es im Verein jetzt Mitarbeiter, die sich darum kümmern, dass es ein Fanprojekt gibt. Wir sind jetzt gerade dran, einen Container zu besorgen, der vor die Ost kommt, als Fantreff, ja, also wo wir da wirklich auch alle einladen, vor einem Match viel früher zu kommen. Mhm. Das Problem ist nämlich, bei der Austria ist halt oft nichts los, vor der Ost. 1,5 Stunden davor, da ist nichts, da gibt es das eine Stadl, das hat da meistens nur eine halbe Stunde davor offen, also gibt es so die Tankstelle. Und wir Austrianer tragen das Geld woanders hin. Ja. Das ist halt schade. Wir haben uns gesagt, wir würden dann Container machen mit Sitzmöglichkeiten, ja, wo wir die Leute zum Stadion raufholen, die Szene, aber auch natürlich die restlichen Leute, ja, dass die Leute da oben sind. Und natürlich auch mit der Hoffnung, wenn die Leute dann kommen, nicht nur, dass sie in der Tribüne Vollgas geben mit uns, sondern dass dann kommt der Vater und sagt, weißt du was, Bur, jetzt haben wir uns einmal schön im Fanshop kaufen, dann leihen wir den Schal. Ja. Am besten beim Ostblock-Corner. Genau, wo es in Kürze die verspätete Herbstkollektion gibt. Ja. Aber da sieht man ja auch schon, dass es Eingeständnisse gibt von beiden Seiten. Ja. Eine gewisse Transparenz ist da, die in die vergangenen Jahre nicht da war. Und ja, aber auch von eurer Seite spüre ich selber, dass ihr sagt, ja, von unserer Seite war nicht immer alles gerade, aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so ein Frustrationslevel, was halt irgendwann erreicht ist. Und jetzt geht man, ganz egal was gewesen ist, einfach frisch aufeinander zu. Und ja, schaut ja auch wirklich nach außen hin. Jetzt zu Hause sind wir ja am richtigen Weg, auch mit den richtigen Köpfen nach außen hin. Dampfer. Ich bin auch viel mit Josef im Kontakt, viel im Austausch. Ich glaube erst gestern am Montag hat er mich angerufen, zwecks der Gedenkstätte auch, ja, für alle verstorbenen Austrianer, für Spieler, Fans, wie auch immer, ja, oder Mitarbeiter. Also da sieht man eigentlich auch, dass man jetzt in regen Austausch ist, man versucht wirklich so viel wie möglich rauszuholen aus der Situation, was natürlich geht. Mhm. Finanziell ist der Verein sehr angeschlagen, aber das wird mal so. Aber oft kann man ja mit kleineren Brötchen auch was erreichen und mit der Unterstützung aller. Ja. Du bist ja so ein bisschen der Projektmanager, oder? Da gibt es immer neue Projekte, die aus deiner Richtung kommen. Was gibt es jetzt aktuell Spruchreifes, wo man drüber reden kann? Oder gibt es auch manches, wo man sagt, nein, lassen wir erst, wenn es soweit ist? Spruchreif, wie gesagt, das Fanprojekt, da kümmert sich der Josef drum. Ja. Aktuell ist man, glaube ich, da jetzt mal auf Mitarbeitersuche. Ja. Also alleine schafft er das sicher nicht. Der ist gerade auf Mitarbeitersuche, er ist jetzt gerade an Räumlichkeiten, auf der Suche nach Räumlichkeiten im Stadion, dass man dieses Fanprojekt dann in der nächsten Zeit starten kann, vielleicht sogar mit dem nächsten Jahr dann schon. Das ist halt wirklich das ist halt nicht irgendwas, was man schnell mal eröffnet und sagt, schauen wir, wie es rennt, sondern das ist wirklich, wo Leute dran sitzen, die eine Ahnung haben von dem Ganzen. Ja. Und es ist halt schwierig, solche Leute zu finden, ja, die auch natürlich zum Verein passen und zum Team. Aber der Josef macht das schon, da bin ich guter Dinge.
dann die Baugenehmigung haben wir ja schon für, die, für den Baucontainer alles. Wir sind gerade noch am Abwickeln für den Container. Ja. Natürlich ist es eine finanzielle Geschichte. Andererseits natürlich aber auch, möchte man da selber auch einiges in die Hand nehmen als, als Besucher der Ost. Und natürlich die Gedenkstätte, die wird eigentlich dann anschließend als letztes Projekt dann kommen. Und zwar eigentlich über diesen Fan-Corner, über diesen Fan-Treff, den wir da machen, werden wir dann immer wieder Aktionen starten. Ja, werden wir vielleicht irgendwas im Winter auch machen, wenn dann spielfreie Zeiten sind, um da einfach Geld reinzuholen. Ja. Eben als auch, dass man sagt, also wir als Fans stellen uns hier einen Gedenkstein hin für alle, wo dann auch alle willkommen sind. Sehr fein, wo wird das dann örtlich sein? Wie kann man sich das vorstellen? Wo wird das sein vor der Osttribüne? Am Parkplatz vor der Ost, rechts Richtung Schwarzer Weg. Dort wird der Container stehen, dort haben wir auch die bauliche Genehmigung schon. Ein paar Meter vom Standl, also von dem Wischelstandl entfernt. Dort wird das sein. Was wird es da geben? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann sich das der Zuhörer vorstellen? Der Papa und der Sohn, der jetzt zuhört, so wie ich mit meinem Sohn wieder zurückgekommen bin zu Austria, jetzt gibt es ja viele davon, sieht man immer wieder. Was können sich die vorstellen? Eben, wie schon der Name sagt, Fan-Treff. Also ein Treffpunkt eben für alle Fans, der zeitlich einfach daran begrenzt ist, sich so früh wie möglich zu treffen. Eben, wir wollen die Leute von der Tankstelle wegbekommen, wir wollen, dass die Leute früh oben sind, wir wollen den Vorplatz beleben, wir wollen das Stadiongeschehen beleben, wir wollen das drumherum ein bisschen aufschmücken, sage ich jetzt einmal, für also die Leute oder die Fans von der Tribüne oder von allen Tribünen finden führende Szeneköpfe einfach beim Fantreff, weiß ich nicht, früh genug halt. Da kann man auch was zum Trinken kaufen. Nein, dann, eben nicht. Also darf das man ist, nicht. Oder? Darf man nicht, ja. Wir sagen so, wir wollen auch, weißt du, der Gastro jetzt das Geschäft nicht kaputt machen oder so, das muss man auch ehrlich sagen. Aber ja, es gibt Sitzmöglichkeiten, man kann sich zusammen quatschen, man kann gemeinsam die Zeit davor verbringen vom Spiel, also vor den Heimspielen. Das ist einfach so die Idee. Also ein Zusammentreffen, ja, und dann eben schaut man mal, wohin ein Fan-Treff, das... Ja, dann sieht man eh auch, in welche Richtung sich das verschlägt und so. Aber wie gesagt, der größte Grundgedanke ist einfach, den Spieltag frühzeitiger und lebhafter zu gestalten, indem man schon wirklich zeitig da ist, anwesend ist. Ja. Ja, also wirklich schade ist eigentlich, dass man das ja wirklich rund um den Verteilerkreis ist, die Hexlos auf der Tankstelle. Genau, da muss man aber auch was die in Vereinen die Pflicht nehmen. Das ist halt schon auch, wo man sagt, da hat sich der Verein nicht großartige Gedanken gemacht. Ne? Und darum haben wir uns da auch eingeschaltet und gesagt, erst, wir haben da gute Ideen, sind schon vor längerem zusammengesessen und wie gesagt, eben noch einmal zusammengefasst, Fantreff vor der Tribüne, Gedenkstein oder Gedenkstätte bei der Nordtribüne und eben dann das verallgemeinerte Fanprojekt. Sind halt drei große Dinge, die wir jetzt ins Leben gerufen haben, beziehungsweise halt wirklich akribisch dran arbeiten, um das auch umzusetzen und diese Ideen verwirklichen zu können. Aber nur Fans wissen, was Fans brauchen und dahingehend ist man da auch den Schritt zumindest einmal auf sich zugekommen und dass der Verein ja auch sagt, okay Jungs, übernehmt ihr das Thema, weil ihr wisst genau, was die Fans brauchen, ist das, finde ich, auch schon mal eine coole Sache. Legenden sind ja immer ein Thema, Manni. Und ich, wir haben eine gemeinsame Austria-Legende, den Tommy Flögl, fix, was uns wirklich ganz tief im Herzen steckt. Auch ich habe ihn vergangene Woche wieder treffen dürfen, in ganz privaten Rahmen. Coole Sache natürlich, unser Andi Ogris ist wieder zu Hause. Das tut schon gut, da den Manuel in so einer Funktion zu sehen, nach außen hin, so echte Austrianer. Ist das auch so ein bisschen ist ein absolutes Fan-Thema, weil am Ende sind wir ja Fans von unseren Burschen. Die auch damit einzubinden in diese Projekte, noch mehr? Auf jeden Fall, also man muss halt sagen, so weit einbinden, wie sie selber wollen. Ja, klar. Wir können niemanden den Stempel aufdrucken und sagen, ihr müsst. Aber man merkt auch vor allem beim Andi Ogris, was der ist aufs Vorsängerprotest gekommen beim letzten Heimderby und zwar dem Urtag. Ich habe auch durchgesagt, zwei Spiele davor. Andi Ogris ist wieder im Stadion heute, weißt du, seine Frau hat mir gesagt, erst Andi kommt heute, weißt du, ist auf der Nordtribüne und war das letzte Mal vor 2 Jahren, weißt du, bei der Austria, was ja auch urtraurig eigentlich ist. Das ist eine Vereinslegende, der ist 2 Jahre nicht im Stadion und weil er auch sagt, hast, weißt du, solange da oben solche Verhältnisse herrschen oder gewisse Leute beim Verein tätig sind,
die da mehr oder weniger abgesackelt haben, weißt du, Bock das einfach nicht darauf zu kommen, weißt du, und dann nach 2 Jahren war es wieder so weit und wir haben Richtung Nordtribüne, weißt du, skandiert an, der Ogl ist der Beste auf der Welt und so, und er hat mich dann am selben Abend noch nach dem Spiel angerufen und hat gesagt, hey, hast du Urtop von euch, wirklich. Ich habe Tränen in die Augen gehabt und, weißt du, da merkst du schon, auf einmal wird da wieder eine Verbindung hergestellt, vor allem zu großen Austrianern, die jahrelang nicht gegeben war. Wahnsinn, ne? Also schon, und weißt du, dann war, wie gesagt, Vorsängerprotest und da gibt es ein Foto davon und das habe ich ihm dann daheim vorbeigebracht, weißt du, hat ihm angerufen und gesagt, erst wo bist du, weißt du, er sagt, na, was soll sein um die Uhrzeit, pur, weißt du, schon mal auf die Uhr geschaut, deppert da, weißt du, ich habe gesagt, nein, ich komme jetzt, weißt du, er hat gesagt, du kommst jetzt, ich habe gesagt, ja, ich bin in 10 Minuten da, ich bringe dir was vorbei, weißt du, und hat er sich auch gefreut, habe ihm das Bild gebracht und so, er hat gesagt, ah, das kriegt einen Ehrenplatz und das war top. Ereignis für ihn und so, und natürlich auch, wenn wir was brauchen von ihm, können wir sich jederzeit melden. Und du weißt es ja beim Flöckl genauso, du kennst ja, den auch gut, so wenn man vom Tommy was braucht. Man sieht aber, die Zeit heilt alle Wunden, wenn drunter violettes Blut fließt, obwohl das sehr theatralisch klingt vielleicht oder das überromantisch, aber dann ist die Wunde geheilt und dann ist man wieder benannt, als genau, wenn nichts gewesen war. Einfach diese Verbundenheit, weißt du, jeder weiß, es geht um die Austria, jeder will was weiterbringen, jeder will was verbessern und das geht nur, indem es halt zusammenstoßen und halt wirklich Vollgas gibst. Das ist halt immer meine Devise, weißt du, wie gesagt, der Butze weiß, wenn wir ein Projekt haben, gibt es noch ein Gas, Vollgas. Also, so ist es, weißt du, da wird nicht lange rumgeschustert, sondern ziehen wir durch oder ziehen wir nicht durch. Perfekt, das spürt man aber auch. Also das ist auch für mich als Konsument der Kurve, muss ich auch sagen, schon immer eine coole Geschichte, einfach zu sehen, wie ihr alle einzeln da dahinter steht mit euren Mannen, ja, die da jeder seine Aufgabe haben, das ist auch immer klar zu erkennen. Finde ich einfach eine coole Geschichte und für mich auch ganz wichtig, ein bisschen Werbung auch für die Ost zu machen, weil ich mir denke, die hätte ich ganz gern noch viel voller gesehen. Oft hat man so das Gefühl, dort gehen die Leute hin, weil es günstig ist, aber nicht, weil man mit dabei sein will. Was braucht es, um da noch viel mehr Menschen hinzubekommen? Ist das ein bisschen eine Scheue? Hat man Angst, dass dort wild zugeht? Ich kann nur sagen, es ist ja nicht der Fall. Ich bin auch genau aus dem Grund eben Mitglied vom Förderkreis, weil ich sage, ich kann die Kurve unterstützen, die Jungs, die Fahnen schwenken. Was braucht es, um noch mehr Ostdynamik zusammenzubringen? Ich glaube, es liegt gar nicht an so gewissen Dingen, wie jetzt vielleicht Angst oder Scheu oder wie auch immer, sondern die Glanzzeiten waren 2010, 11, 12, da war die Ost steckt voll. Da war es einfach, der Verein ist augenscheinlich stabil dagestanden, der Fußball war gut, der gespielt worden ist. Die Zufriedenheit von den Leuten natürlich war aber auch da. Eben gewisse Umgangsformen haben damals noch gepasst. Aber natürlich auch die Ost, die Vollgas gegeben hat. Ja. Wenn man dann denkt, dass wir Spieler gesteckt voll waren oder sagen wir mal, die Ost wirklich sehr, sehr gut gefühlt war. Obwohl natürlich, die Ost ist leider bekannt dafür, dass die Fans jetzt nicht so in diesen Massen anreißen. Aber das war die Zeit, diese 2-3 Jahre, wo wirklich was dahinter war. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da müssen wir wieder hin. Das sind aber diese einzelnen Punkte. Ja. Das ist Vertrauen zum Verein ist, oder zu den Mitarbeitern im Verein ist verloren gegangen. Viel Probleme, natürlich aber auch in der Fanszene immer wieder Unruhe gewesen in diesen Zeiten. Und ich glaube einfach, dass das jetzt über die Jahre einfach wieder aufgebaut wird. Ja. Allein mit diesen Abo-Preise mit 19 Euro und 11 Cent, das sind diese ersten Schritte, wo man den Leuten ein bisschen Entschuldigung sagt, natürlich sie wieder zurückholen will. Ja, und ich glaube, das sind jetzt einfach die nächsten Jahre harte Arbeit, viele Schritte, die man gehen muss. Aber wenn man es gemeinsam geht und jeder seinen Part übernimmt, sich keiner, ich sage jetzt mal, besser oder wichtiger nimmt wie der andere, sondern sich als gleich ansieht, dann sehe ich da eine sehr gute Entwicklung und eine sehr gute Zukunft. Wenn alle gemeinsam angreifen für die Ostkurve sozusagen. Fangruppierungen gibt es auf der Osttribüne. Wie viele unterschiedliche Fangruppierungen gibt es, Manni? Weiß man das auswendig? Sehr viele. Sehr viele. Schon fast zu viele teilweise, aber das passt auch so. Das ist halt bei uns. Bei uns gibt es viele verschiedene Gruppen. Das war auch immer schon so bei der Austria. Jede Gruppe hat so irgendwie die eigene Ideologie, aber trotzdem halt der gesamte große Nenner heißt Austria Wien. Und ja, ich glaube, an der Stelle kann man auch erwähnen, 25 Jahre Alcatraz. Alles Gute. Auch. Darauf wollte ich nämlich raus. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Bei so vielen Gruppierungen gibt es natürlich auch einige dabei, die schon sehr lang dabei sind. Unter anderem, so wie du jetzt gesagt hast, Alcatraz. 25 Jahre Alcatraz, die gibt es um 5 Jahre länger. Außer gratuliere, was gibt es da sonst noch zum sagen? Ja, es hat eine 25-Jahres-Feier gegeben vor 2 Wochen, 3 Wochen, bei der wir eingeladen sind. Die haben wir auch zahlreich besucht.
außerhalb von Wien, irgendwo in der Pampa. In ihrer Heimat? Ja, hauptsächlich aus Niederösterreich. Die kommen aus der Pampa. Ja. Okay, okay. Und ja, wie gesagt, wir sind mit drei Autos hingefahren, haben dort ein schönes Geschenk überreicht in Form einer bemalten Leinwand und haben ein paar Stunden zusammen genossen. Es ist ausgiebig gefeiert worden, wie ich dann gehört habe, es gibt als Überraschung noch ein Feuerwerk am Umkehrplatz von diesem Waldstück. Da haben wir gedacht, scheiße, dort stehen wir im Wagel. Mhm. Und du weißt, was der, bin ich gleich aufgerannt, habe gesagt, zünd das ja nicht da um, das Feuerwerk. Und dann haben wir das so ein bisschen in den Wald rein verschoben. Aber Spaß beiseite, wie gesagt, ein Vierteljahrhundert Alcatraz ist nicht irgendwas. Ja. Muss man natürlich anerkennen, es ist eine lange Zeit, die Burschen Vollgas geben. Ja, und an der Stelle noch einmal von unserer Seite alles Gute, danke für die Einladung. War ein super Abend und ja, ich glaube, es ist ausgiebig und dem Anlass entsprechend gefeiert worden. Wunderbar, da schicken wir auch nochmal die besten Grüße und Wünsche zu den anderen Fangruppierungen. Einladungen hast du gerade noch einmal gesagt, das habe ich mir gleich noch einmal jetzt als Anker gesetzt. Einladungen gibt es zu unseren Freunden außerhalb des Landes, zu Slowan, zu Brünn. Was gibt es da auf aktuelle News zu berichten von den Auswärtsfahrten, die ja auch immer ganz spezielle sind, oder? Naja, wie du sagst, also die Auswärtsfahrt mit Slowan zum Auswärtsderby nach drin war, ja, glaube ich, hat man eh verfolgen können in der Öffentlichkeit. War eigentlich ein komplett ereignisloser Tag, über den es eigentlich nicht viel zu berichten gibt. Also der war so ruhig, das ist so ein ruhiges Auswärtsderby, habe in der Slowakei noch nie erlebt und ja, da halten wir die Erinnerungen für uns. Und ja, Brünn, ja, muss man sagen, die Freundschaft zu den Ultras und Hooligans von Brünn wird im Moment enger geschnürt. Wir waren jetzt auch auswärts wieder mit Brünn. Die Kontakte bekommen die Besuche, die gegenseitige, bekommen eigentlich fast schon eine wöchentliche Regelmäßigkeit. Und ja, also mit Brünn gibt es auch die eine oder andere große Gemeinsamkeit, wo man sagt, das ist wirklich, da spürt man eine gewisse Verbundenheit. Und wie gesagt, ja, ist jetzt nicht so die Weltreise. Ja, die Entfernung spielt uns da auch eigentlich komplett in die Karten. Und wie gesagt, ja, die letzten Monate kann man da schon davon reden, dass eben die Freundschaft zu Brünn ziemlich intensiviert wurde. Okay. Auch da, ich habe in Wolfsberg Besuch gesehen aus Brünn, glaube ich, und ja, Brünn war da. Brünn, wer war noch? Slowan und ein Vertreter aus Essen, genau, der damals auch federführend war und mit uns damals die Freundschaft ins Leben gerufen hat. Alles klar. Du gesagt, Wolfsberg, ja, war auch ein besonderer Tag für unsere Gruppe. 20 Jahre Fanatics Auswärtsfahrt, so wie es bei jedem Jubiläum üblich ist, wird dem Geburtstag bzw. dem Jubiläum auch eine Auswärtsfahrt gewidmet. Wir haben uns extra dazu entschlossen, eben nicht jetzt, weiß ich nicht, die nächste Auswärtsfahrt zu wählen, sondern haben uns eben darauf geeinigt, dass wir diesmal WRC auswärts unser 20-jähriges Jubiläum erstmal feiern. Und ja, wir haben halt wirklich, wir haben viele Leute aufgestellt, ehemalige Mitglieder, Freunde von der Gruppe, Freunde aus dem Ausland, Leute, die unsere facettenreiche Geschichte auch geprägt haben, beziehungsweise uns über Jahre hinweg begleitet haben, haben zwei Doppeldeckerbusse aufgestellt mit allem drum und dran, haben im Sektor dann ein großes Transparent entrollt, eben mit der schlichten, aber für uns wirksamen großen Aufschrift 20 Jahre Fanatics, haben da Interbüro schon zaubert, haben einen Orgentag miteinander verbracht, viel Zeit verbracht, natürlich auch da gebührend den Bus gefeiert. Also zum Feiern gibt es bei uns immer was. Und wie gesagt, das war halt unsere 20 Jahre Auswärtsfahrt. Wir wissen auch, dass der Moment nie wieder in unserem Leben kommen wird. Und darum nimmt das halt auch noch ganz besondere Züge für uns, wo man sagt, wirklich, das war unsere 20 Jahre Auswärtsfahrt. Putzi, deine Eindrücke zur Auswärtsfahrt, 20 Jahre Fanatics? Puh, ne, Eindrücke gab es natürlich viele Gespräche, ja. Das muss man auch sagen, eben Freunde aus Brünn, Slowan und aus Essen, war ja jemand da. Natürlich gehen wir da auch mal die alten Geschichten durch. Ja. Für mich persönlich war es eher eine Auswärtsfahrt, die ich eher angenehmer oder ruhiger geführt habe. Eben aus dem Grund, weil ich da einfach so viel wie möglich aufsagen wollte, eben wie der Manni sagt, diese Momente kommen nicht wieder, 20 Jahre. WRC fahren wir das Öfteren, 20 Jahre Sport nur einmal. Für mich war es ein geiler Tag, viele Gespräche.
Top-Stimmung, das Spiel wenig erfolgreich, aber trotzdem wirklich geil abgelaufen, bleibende Büroshows. Also für mich war eigentlich alles dabei, was wichtig war. Der Sieg wäre natürlich noch schön gewesen. Aber ganz kurz noch, weil der Mann jetzt die Alcatraz erwähnt hat, ich muss auch nochmal wen erwähnen, und zwar die Lungauer Veilchen. Die haben ihr 13-jähriges Jubiläum gefeiert. Und man muss auch da ganz klar mal sagen, das ist nicht ein Fanclub, man hört sich schon nicht aus Wien, die kommen aus einem schönen Lungau. Speziell an den Hungry, großen Respekt, der radelt seine Kilometer wirklich aus Salzburg immer wieder nach Wien ab, zu jedem Heimspiel. Man muss aber auch sagen, der kommt nicht nur zu den Heimspielen von der Kampfmannschaft, sondern der ist bei den Amateuren, so gut es geht, bei den Mädels eigentlich immer vertreten. Das heißt, diese Woche ist 3 Tage Fußball mit seinen Jungs und Mädels, mit denen er da immer herumfährt. Und da auch von meiner Seite nochmal alles Gute zum 13-Jährigen, macht so weiter. Und ja, auf den nächsten 10.000 Kilometer in der Woche, würde ich sagen. Ja, Wahnsinn, die geben wirklich da einiges. Natürlich gerade eben den Mädelsfußball, ja, der jetzt auch völlig komplett in die Austria integriert ist. Genau. Und die brauchen dann natürlich auch den dementsprechenden Support. Einmal noch auswärts fort. Tirol steht als nächstes an. Wissen wir schon, dürfen wir fahren, dürfen wir nicht fahren? Wie schaut es in Tirol aus? Woher nehmt ihr überhaupt auch diese aktuellen Infos? Wirklich rein aus den Medien oder habt ihr da wirklich auch über irgendwie einen speziellen Draht? Kommt das aus dem Verein, vom Verband? Woher kriegt man unsere, das? Unsere Quellen kommen von überall. Weißt du, wir haben überall unsere Finger im Spiel und hört man viel, erfahrt man viel. Ich glaube, so lassen wir das, die Frage beantwortet. Okay. Also die Frage ist hiermit beantwortet. Okay. Ja, falls ich... mit den Corona-Bedingungen nichts ändert, sind wir natürlich am Sonntag in Tirol. Bus ist schon ziemlich voll. Bus ist voll. Also wir haben wieder einen Doppeldecker am Start. Also im Moment auch sowas. Das heißt, wie viele Personen sind da schon jetzt einmal 82. Fix dabei? Alles klar. Also offiziell sind es 82, wir füllen meistens dann nochmal mit der Ballade. Meistens so, wir hängen dann so Stehgriffe, also Griffe auf in der Straßenbahn und schaffen dann auch mehr Sitzplätze. Das war auch immer so irgendwie so eine Begabung von uns, weißt du, 50er Bus und irgendwie kriegen da 75 Leute raus, weißt du, wie geht das? Ja, wir haben genug Platz, also bei uns bleibt niemand in Wien und es wird auch eine Motorfahrt geben, ja, die verraten wir jetzt nicht, aber man kann sich's denken vom Datum her und wie gesagt, also auch da laufen die Planungen, wir freuen uns, es ist auch jetzt wieder das erste Auswärtsspiel nach 3 oder 4 Wochen, darum gibt es da auch eine eigene Motivation, eine extra Motivation. Und ja, wir freuen uns drauf, am nächsten Tag ist Feiertag, das heißt, man kann sich dann ausruhen am nächsten Tag und dementsprechend wird auch dieser Tag mit unserer Wiener Austria gestaltet. Wahnsinn, coole Sache, wieder da gleich einmal vorausgedacht, was man Neues starten kann. Du hast kurz angerissen, 2G-Regel, ich habe zu Beginn gesagt, 2G, 3G, was der Teufel, G auch immer, die Situation ist nach wie vor bescheiden genug und ärgert an jeden. Es ist halt aber auch so, wie es ist. Aber wie geht man jetzt als Fangruppierung, Fanatics mit dieser Situation um, wenn man sagt, ich will eigentlich meine Kurve füllen, ich will dort den Anschluss nicht verlieren, weil will ich was aufbauen, jetzt wird man da dann immer wieder gebremst. Wie geht es euch mit der Situation? Gleich von Anfang an, also wir wollen auch, dass jetzt nicht irgendwie ein Pro-Geimpfte oder Ungeimpfte oder irgendwie in die politische Richtung bringen, das überhaupt nicht. Uns geht es rein natürlich um die Austria und in der jetzigen Situation fällt es uns noch schwerer draußen zu bleiben, weil wir wissen, jede Stimme da drinnen wird gebraucht, jede Unterstützung, jede Chore wird gebraucht, deswegen fällt es uns noch schlimmer oder noch schwerer, sagen wir mal so. Derzeit ist es ganz klar für uns so, wir werden nicht auf die Heimspiele gehen. Ja. Solange diese 2G-Regel besteht, werden wir nicht gehen. Sollte sich das wieder ändern auf 3G, dann werden wir wieder zurückkommen. Aber bei 2G müssen wir leider Gottes sagen, das ist für unsere Mentalität, für unseren Weg, den wir natürlich auch gehen, ist das nicht machbar. Die Ausgrenzung von Leuten, Personen, ja. Leuten, vor allem auch in den eigenen Reihen oder halt in der Austria-Familie, ist für uns einfach nicht vertretbar. In keinster Weise, das ist halt... Und wir wissen halt auch, dass es nicht der Verein ist. Ja? Wir wissen jetzt schon, dass es die Regierung jetzt ist oder dass es auch die Situation derzeit ist. Aber trotzdem, für uns schmerzt jeder Stadionverbotler, ja, wenn Personen nicht mehr rein dürfen, wenn vielleicht Gruppen verboten werden, wenn es Probleme allgemein gibt, ja, und es gibt zum Beispiel Stadionsperren, ja, weil mal ein Vorfall war, dagegen stellen wir uns ja auch. Ja. Und deswegen wollen wir halt auch in diesem Punkt ganz klar sagen, wir sind gegen die Ausgrenzung, ja, jeder der Austrianer ist, soll ins Stadion, jeder der Austrianer ist, soll auch ohne Bedenken rein dürfen, dadurch, wir wissen,
durch Corona die Probleme, das ist uns alles ganz klar. Nur muss man sagen, wieder ganz einfach, entweder alle oder keiner. Ja? Also entweder dürfen wir alle rein oder niemand. Und deswegen, wir hoffen auf das Verständnis von allen anderen. Wir wissen, dass es auch in diesen Punkten nicht jedem schmeckt, dass wir nicht reingehen. Aber auswärts, solange wissen wir, wie es jetzt noch möglich ist, werden wir Gas geben. Ja. Deswegen hoffen wir halt auch da, dass jetzt die Leute auch sagen, jetzt fahren wir auswärts, vermehrt auswärts, geben wir da auswärts noch mehr Gas. Vor allem Tirol ist ein schönes Land, die werden ja ein paar Chaoten brauchen, die ihnen da ein bisschen was verwüsten. Also wie gesagt, kommt's mit und geben wir Gas gemeinsam. Ja, aber Stehplätze gibt es noch im Bus. Genau. Also Stehplätze, die letzten Plätze sichern im Fenetics, im wahnsinnigen Fenetics-Bus Richtung Tirol. Hoffen wir natürlich nur das Beste für unser ganzes Land am Ende des Tages, ob es jetzt in Wien gerade um einen dicken schlechter ist als irgendwo anders. Im Ende geht es uns allen gleich und wir hoffen, dass das Ganze früher oder später ein Ende hat und wir wieder alle ganz normal, ohne Bedenken, überhaupt alles, nicht nur das Stadion, sondern alles wieder normal besuchen können. Ja, liebe Zuhörer des Viola Podcasts, leider ist voriges Jahr am 2.11. das passiert, dass so gut wie kein Wiener geglaubt hätte, dass jemals passieren wird. Unsere heilige Stadt wurde vom Terror getroffen und das ganz tief ins Herz, mitten am Schwedenplatz, einen Steinwurf vom Gründungsort unserer Wiener Austria entfernt. Ein tragischer Moment, stellt mir jetzt noch einmal die Haare auf eigentlich, weil ich selbst unmittelbar betroffen war, insofern, dass meine eigene Tochter 30 Minuten vor den ersten Schüssen den Schwedenplatz verlassen hat, weil auch sie noch in ihren jungen Jahren mit Freunden was trinken wollte. Tragisch, was da passiert ist. Viel, viel besser, geiler und stärker war das, was dann kurz drauf passiert ist, dass wir geschlossen, eben mit unserem Tommy Flögel, einem Kranz, den ihr organisiert habt, einen Trauermarsch gemacht haben, von der Oper weg bis in die Seitenstettengasse. Es war Totenstille in dieser Kärntner Straße. Wir wurden von Touristen fotografiert. Es wurde eigentlich leise, glaube ich, fast applaudiert. Wahnsinn, was da passiert ist. Jungs, jetzt ist das Ganze, glaubt man, kaum ein Jahr vorbei. Und wir machen uns aber wieder am Weg, Manni. Wir machen uns wieder am Weg, richtig. Wir haben zeitgerecht um eine Genehmigung angesucht, dass eben ein Treffpunkt und ein Gedenkmarsch sozusagen zustande kommen kann. Wir werden uns am Dienstag, den 2.11. ab 19 Uhr bei der Oper am Karlsplatz einfinden. Durch die Stadt marschieren eben zu den Örtlichkeiten des Terroranschlags und werden dort einen Kranz niederlegen und die eine oder andere Minute eben im Namen unserer Stadt auch gedenken. Wie gesagt, die Ansuchen sind gestellt, die Vorbereitungen laufen. Ein paar finale Gespräche wird es jetzt noch nach Ausstrahlung dieser Podcast-Folge geben. Aber wie gesagt, man darf sich das Datum und die Uhrzeit und den Treffpunkt schon im Kalender eintragen. Wir werden auch rechtzeitig einen Flyer raushauen. Ja, so werden wir das machen. Also ab 19 Uhr Treffpunkt Karlsplatz Oper und Abmarsch gegen 20 Uhr. Wie gesagt, ohne Pyrotechnik, ohne Schreierei, sondern einmal von einer anderen Seite. Und ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Pflicht. Du weißt, so als Ultras und Fans hat man doch schon auch bis zu einem gewissen Grad auch eine Verantwortung für seine Stadt. Und ja, das sehen wir auch so ein bisschen auch als unsere Aufgabe und auch ein bisschen so die Leute in den Arsch zu treten, weißt du, die so ein bisschen faul in der Hinsicht sind und sagen, erst diese lebenswürdige und facettenreiche Stadt hat sich das schon verdient, dass man da mal seinen Arsch aufbekommt und einmal auch ein Zeichen setzt. Absolut, absolut. Ja. Putzi, tragische Sache gewesen, tolle Aktion, aber von uns Austrianern am Ende. Jetzt geht es dann wieder in die Stadt, von dir an ein paar Worte zu dem Thema. Ja, wie der Mann schon sagt, gerade wir Ultras schreiben uns immer wieder auf die Kappe, alles für den Verein, alles für die Stadt und alles für die Farben. Gerade in dem Punkt muss man sagen, egal wer, kommt bitte dorthin, schließt euch den Marsch an. Wir wollen an den Tag nicht nur den Opfern gedenken, sondern auch daran vielleicht erinnern, dass da so etwas nie wieder passieren darf in unserer Stadt. Wien ist nicht nur die lebenswerteste Stadt und nicht nur die sauberste Stadt, so wie der Mann sagt, facettenreich. Wir haben hier so viel, wir haben hier so viele Möglichkeiten. Ja? Und das muss man auch bewahren. Sagen wir so, es fehlt dir dann nichts.
Genau. Weißt du, was ich meine? Ja, das heißt, fehlt dir an nichts einfach in Wien und du kannst machen, was du willst, du kannst dein Leben gestalten und da muss man auch mal dankbar sein dafür. Und wie gesagt, deshalb noch einmal mein Aufruf, Dienstag, 2.11. ab 19 Uhr, Treffpunkt Karlsplatz, Oper, Abmarsch um 20 Uhr. Kommt alle hin, weil sonst holen wir euch von daheim ab. Ja, da gibt es eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen, außer dass man merkt, die vermeintlich wilden Jungs aus der Kurven sind dann die, die ganz, ganz großes Herz und nicht nur mit dieser Aktion, auch in der Vergangenheit mit vielen anderen Aktionen, ob Einkäufe in der Corona-Zeit für andere, die gerade nicht raus dürfen. Also davon auch noch einmal oder dafür auch noch einmal von meiner Seite und ich glaube und bin überzeugt davon, von ganz vielen Austrianern, großes Lob, großes Danke an euch. Ihr seid stellvertretend nach vorne, die Fahne hochhalten jetzt im bildlichen Sinne, aber in diesem Sinne auch von meiner Seite alles. Großen Dank dafür, dass ihr nicht nur die Austria nach vorne peitscht, sondern dann auch abseits des Fußballs und der Fankultur aufzeigt, was sie so kehrt. Danke. Ja, meine lieben Jungs, jetzt haben wir eine Stunde verbracht, ist vergangen, ratzfatz. Wir könnten wahrscheinlich noch zwei Stunden füllen. Machen wir das, ich habe nichts vor. Heute haben wir mal die Zeit freigeschaut. Dann hängen wir noch drauf. Gibt es noch irgendwas Abschließendes? Wollen wir noch irgendwie zusammenfassen, bevor wir der violetten Welt einen schönen Resttag wünschen? Nationalfeiertag. Nationalfeiertag wünschen, ja. Einen schönen Nationalfeiertag wünschen. Somit wissen alle, wir haben das Ganze am violetten, sage ich schon, ja. Nationalfeiertag aufgenommen am 26.10., der Geburtstag von meinem Vater, der glaubt nämlich, wegen ihm hängen sie die Fahnen auf jedes Jahr. alles Gute auch an den Vater. Danke auch an den Papa, ganz genau richtig. Wieso bist du eigentlich da? Musst du nicht daheim feiern? Oder? Der Papa ist auf Kur, der feiert unter mehr oder weniger Tränen seinen 75er, ganz allein in der Kuranstalt. Da fahren wir jetzt hin, oder? Der gefreut sich, einen Spritzer trinken. Jetzt fahren wir hin. So ist es. Nach dem Podcast fahren wir dort jetzt hin. Das ist kein Problem. Das ist diese Spontanität, von der wir vorher gesprochen haben. Also immer wieder eine Idee gut und das wird gleich umgesetzt. Ja, also in diesem Sinne, mich hat es gefreut, meine Premiere am violetten Mikrofon zu haben. Danke für die Einladung, auch das große Vertrauen, dass ich euch hier durch den violetten Podcast führen habe dürfen. In diesem Sinne bleibt mir nur mehr eines euch zu wünschen. Bleibt gesund und vor allem violett, Forza Viola. Alles Gute, Forza Viola. Wir hören uns. Sehen uns, treffen uns. Genau. Ich segiere euch. Bis zum nächsten Mal. Danke.